Sensationeller Fußballbesuch am Sonnabendnachmittag im Hamburger Volksparkstadion. Die beste Vereinsmannschaft der Welt, so sagt man, der FC Santos, spielt das einzige Deutschlandspiel gegen den Hamburger Sportverein. In der Reihe großer Begegnungen, die der HSV in den letzten Jahren gegen internationale Gegner durchführte, ist das zweifellos der Höhepunkt, nachdem vor wenigen Wochen Europacup-Sieger Benfica Lissabon hier zu Gast war und mit 4:3 gewann. Heute ist es also der FC Santos, die Pelé-Mannschaft. Ja, selten kann man oder konnte man von einer Mannschaft eher als von der Mannschaft eines Mannes so deutlich sprechen, wie heute hier in diesem Falle. Pelé, der millionenschwere Wunderstürmer aus Brasilien, bestimmt das Gesicht und das Gefüge dieser Mannschaft, obwohl alleine 8 Nationalspieler in ihr vertreten sind. Das ist Pelé. Pelé ist 22 Jahre alt und hat schon 52 Länderspiele für Brasilien absolviert. Brasilien bekanntlich Weltmeister der Jahre 1962 und 1958. Überflüssig zu sagen, dass im weißen Trikot mit der dunklen Hautfarbe die Brasilianer spielen, die hier Anstoß haben. Die Brasilianer spielen in fast bester Besetzung, sieht man von Brasilianern. Im Tor spielt nun nicht Gilmar, sondern Laercio. Die ersten Pfiffe des Publikums und auch ich habe meinen Kommentar unterbrochen, weil schon die zweite Mannschaftsänderung bekannt gegeben wurde, dass Zito nicht spielen würde. Der gute Läufer, der Nationalspieler, war bekannt. Dass aber auch linksaußen Pepe nicht spielen würde, das erfuhr man erst vor 5 Minuten. Und dass anstelle von Gilmar Laercio das Tor hütet, das wurde eben bekannt gegeben. Aber bitte, Laercio ist ebenfalls Nationalspieler. Und vielleicht darf ich Ihnen schnell die Mannschaftsaufstellung der Brasilianer sagen. Hier, das ist Dieter Seeler. Die Brasilianer spielen mit Laercio im Tor, mit Olavo und Dalmo in der Verteidigung, mit Lima, Mauro, Calvet im Lauf, mit Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pele und B im Sturm. Das ist Charlie Dörfel. Anstelle von Charlie Dörfel spielt Reuter, wie ich soeben erkenne, durch die Sonne etwas geblendet. Auch der HSV hat also umgestellt und spielt nicht mit Charlie Dörfel auf Linksaußen, sondern mit Reuter. Der HSV, Schlor, Krug, Korpion, Werner, Meinke, Dieter Seeler, Fritsche, Kreuz, Uwe Seeler, Bäre und Reuter. Coutinho, Pelé, noch einmal Pelé und Dieter Seeler. B. Lima. Bei den Brasilianern muss man sich mit einiger Mühe zurechtfinden. Sie spielen das brasilianische System, also 4-2-4. Und was auf dem Papier Verteidiger oder Läufer ist, ist in der Praxis auf dem Rasen unter Umständen eine ganz andere Position. Uwe Seeler zu Fritsche. Kreuz. Immer noch Kreuz. Erster Freistoß für den HSV, Fritsche. Mauro, der Kapitän der Mannschaft, vielfacher Nationalspieler war das eben. Pelé. Besitzer von 14 Häusern und 2 Millionen D-Mark, so sagt man.
Monatseinkommen unbekannt, aber sicher fünfstellig. Pelé. Jürgen Werner. Kreuz. Fritsche. Kreuz. Der erste Eckball für den HSV, von links durch Reuter getreten, der als Rechtsaußen am vorigen Wochenende gegen Werder Bremen ein gutes Spiel zeigte. Heute spielt er Linksaußen. Uwe Seeler. Krug. Kreuz. Erst seit 10 Jahren steht der FC Santos im Blickpunkt des brasilianischen Fußballs. Und Höhepunkt ist zweifellos diese Saison. Nach einigen Landesmeisterschaften, Südamerikameisterschaften in diesem Jahr Gewinner im Weltpokal nach 2 Siegen gegen Benfica Lissabon, 3:2 in Brasilien und 5:2 in Lissabon. Coutinho, 19 Jahre alt. Werner, Uwe Seeler und Reuter. Eins zu null für den Hamburger Sportverein nach Steilvorlage Uwe Seelers zu Reuter. Überlegtes Dribbling von Reuter und diesem Hochschuss ins kurze Eck. 5 Minuten gespielt. Der Hamburger Sportverein führt mit 1:0. Pelé. Haben Sie beobachtet, wie unerwartet aus dem Fußgelenk dieser gefährliche Aufsetzer immerhin aus 20, 25 Metern Entfernung abgefeuert wurde? Das Tor gibt dem HSV natürlich Selbstvertrauen und trägt zur Spannungssteigerung bei. Werner. Fritsche. Immer noch Fritsche. Eins zu null heißt natürlich noch gar nichts. Nach wenigen Spielminuten. So eine Klasse 11 wie Santos wird sich dadurch nicht aus der Fassung bringen lassen. Am letzten Mittwoch gewann die Mannschaft noch in Paris gegen Racing 5:2. Uwe Seeler. Kreuz, einen Moment nicht im Bild. Wieder Pelé. Die Rempelei kam von Reuter. Pelé. Fritsche. Dieter Seeler.
Links schießt der Uwe halt nicht so gut und nicht so genau wie rechts. Der Tormann, wie gesagt, Ersatzmann für Gilmar und trotzdem Nationaltorhüter. Ruck. B. Und jetzt Coutinho. Pelé. Na bitte. 1:1. Dieser raffinierte Drehschuss. So eiskalt und überlegt von Pelé gezirkelt. Da ist Pelé der Wunderstürmer. 1:1 nach 9 Minuten. Wie sehr ein einziger Spieler für eine Mannschaft entscheidend sein kann, weiß man seit langer Zeit im Falle Pelé und konnten wir bei dieser Torsituation selbst miterleben. Spielführer Mauro, 22 Mal international mit 32 Jahren, mit der Älteste in der Mannschaft, das ist Pelé. Der Schiedsrichter dieses Spiels ist der Norweger Horns Lien. Da sehen wir ihn rechts im Bild. Reuter. Das war Calvet. Bitte beachten Sie einmal, die Deckung der Brasilianer wird normalerweise immer von 4 Spielern gebildet. Das Mittelfeld sollen 2 Leute beherrschen, normalerweise Lima und Bengalvio. Der rechte Verteidiger, Olavo. Und der Rechtsaußen, Dorval. Jetzt Lima. Pelé. Es müsste, wenn die Mannschaftsaufstellung stimmt, Calvet sein. B anstelle von Pepe. Torschütze Reuter. Lima. Dorval. Korpion. Kreuz. Seder. Kreuz. Fritsche. Von seiner guten Anfangsform beim HSV war in den letzten Wochen wenig zu sehen bei Fritsche. B. Dieter Seeler. Mengalvio. Aber wenn man auf so engem Raum kombiniert, kann schon einmal ein Missverständnis vorkommen, wie eben.
Formiga. Der Lautsprecher gab wieder eine Änderung bekannt. Die Nummer 16 wäre dann also nicht Calvet, sondern Cormiga. Die Expedition der Brasilianer umfasst 35 Personen, mehr als die Hälfte davon Spieler. Mit der dunklen Hautfarbe sehen sie sich alle verblüffend ähnlich auf dieser Entfernung. Fritsche. Mauro. Nicht zu dritt. Korpion. Bäre. Korpion. Hübsch gemacht zu Reuter. Uwe. Diese Flanken liebt er, in die er hineinhechten kann, aber diesmal einen Schritt zu kurz. Da hat der Schnorr Glück gehabt, als Lima durch war. Meinke. Pelé. Lima. Dorval. Erste Ecke der Brasilianer. Nationalspieler Dorval Trezzi. Werner gut im Bild. Dorval. Pelé. Man weiß nie, was er machen wird. Eine herrliche Steilvorlage. Beinahe auch ein Tor. Mengalvio. Coutinho. Dieter Seeler. Uwe Seeler. Kreuz. Uwe. Reuter. Pelé. Immer noch Pelé. Coutinho. Coutinho, der Mittelstürmer, ist übrigens unzertrennlich mit Pelé zusammen. Wenn man den einen sieht, ist der andere nicht weit weg. Das ist also Formiga, die Nummer 16, und jetzt Coutinho. Glück gehabt, Schnorr, und gut reagiert. B. Fritsche, Seeler. Wieder Fritsche, Seeler. Thank you.
Weiter. Eine große Chance, aber Beere verfehlte und Reuter traf auch nicht recht. Lima. Dalmo. Jetzt vom Miga. Pele, wie er mit der Brust den Ball stoppt, als ob das gar nichts wäre. Olavo. Pele. Nein, nein, das war kein Foul. Und wenn, dann hätte Pele das Foul begangen. Kopjun. Fritsche. Seder, Werner, Kreuz. Kreuz nach längerer Pause wieder in der HSV-Mannschaft, der Ex-Frankfurter. Reuter. Seder. Pele. Hübsch wieder gemacht. Als ob er 6 Augen und 4 Beine hätte, so spielt der Pelé. Wieder Uwe Reuter, wieder ein Tor für Hamburg, 2:1. Nach 20 Spielminuten. Der Reuter freut sich zu Recht. Nummer 11 trägt er. Ja, eins kann man dem Hamburger Sportverein bestätigen, schon jetzt, gleichgültig wie das Spiel ausgeht. Er ist mal gut und mal weniger gut und sicherlich auch mal schlecht, aber in großen internationalen Freundschaftsspielen hat er sein Publikum eigentlich noch nie enttäuscht. Coutinho. B. Pelé. Ich hoffe, das haben Sie deutlich gesehen. Die traumwandlerisch sichere Kombination eben mit Mengalvio und dann dieser Bombenschuss, der selbst Schnorr beinahe überrascht hätte. Mauro. Formiga. Pelé. Schnorr und Krug im Bild. Mauro. Olavo. Dorval. Herrliches Fußballwetter übrigens heute. Schöner Sonnenschein. Jetzt um 16.30 Uhr. Warm, ein schöner Herbsttag. Lima, Meinke. Seeler. Dalmo. Beere.
Beinahe so wie bei Reuters erstem Tor, diesmal aber der Außenpfosten. Unter den 75.000 Zuschauern, die hier den letzten Platz wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ausfüllen, ist auch Bundestrainer Herberger. Dieter Seeler, das ist Werner, der natürlich heute ein schweres Amt hat als Bewacher von Pelé. Kreuz. Es wird einen Freistoß für den HSV geben. Kopjun sehr selbstsicher. Das war aber Glück. Natürlich, das war Handspiel. Handspiel von Lima und 30 Meter Freistoß. Die Nummer 8 ist Kreuz, die Nummer 7 ist Fritsche. Kreuz tritt. Zum dritten Mal schon den Pfosten getroffen oder die Latte. Diesmal Eckball. Der Hamburger Sportverein zeigt bisher eine gute Partie. Seine 2:1-Führung ist nicht unverdient. Reuter. Naja. Der Fritsche köpft nicht so gut wie Uwe Seeler. Ist ja eine Spezialität vom Uwe, dass er bei solchen Eckbällen oder Flanken wirklich fast so hart köpfen kann, wie er schießt. Das muss einen Freistoß geben. Dorval wird wohl eine neue Hose brauchen. Lima und Eckball. Ja, tatsächlich, Dorval, Sie können es im Augenblick nicht erkennen, ist an seinem eigenen Tor und muss die Hose wechseln, die man schon bereithält. So stürmisch war sein Einsatz eben. Wir bleiben aber bei diesem Eckball. Uwe. Kreuz. Reuter, sehr hübsch. Das Abspiel weniger. Dorval mit neuer Hose. Pelé. Beere. Seeler. Werner.
eindeutig abseits. Lima. Das war nicht gut von Uwe, dieser Absatzkick. Pelé. Richtig heißt der Edson Arantes do Nascimento. Auf gut brasilianisch Pelé. Na, was ist los mit Pelé? Aufs Steißbein gefallen. Kreuz. Beere. Kreuz. Vorteil. Korpion. Fast wie Schnellinger. So offensiv. Und Pelé ist immer noch draußen, wird hier vom HSV-Arzt Dr. Fischer, links im Bild, mitbehandelt. Es wäre sehr schade, wenn er jetzt ausscheiden müsste. Bengalvio. Olavo. Augenblick 11 HSVer gegen 10 Santos-Leute. Reuter, der zweifache Torschütze am Ball. Na also, Pelé macht wieder mit. Natürlich Applaus. Und die Zuschauer sind ja in erheblichem Maße wegen dieses Spielers gekommen. Sehr gute Kombination, Steilkombination Reuter-Kreuz. Aber nur Eckball. Noch einmal. Kreuz. Pelé. Lima. Aber natürlich keinen Schuss. Eindeutige Abseitsstellung von Fritsche. Mauro. Der wurde also nun mit Sicherheit angegeben mit der Nummer 3 auf dem Rücken der Mauro und trägt die Nummer 2.
Glück kenne ich den aus Brasilien. Hoppla, scheint ziemlich rutschig und glatt auf dem Boden zu sein. Auch Schnorr rutschte eben und fiel hin. Coutinho? Pelé? Mit der Nummer 9, 19 Jahre alt. Vor 3 Jahren, als Santos hier auch gegen eine Hamburger Kombination spielte und hoch gewann, schoss er etliche Tore. Es war seine erste Saison. Mit 16 Jahren beim FC Santos. Werner. Nur noch wenige Minuten in der ersten Halbzeit zu spielen und der Hamburger Sportverein führt gegen Santos mit 2-1. Santos in weißer Spielkleidung. Olavo. Da musste Reuter eigentlich sehen, dass drüben links überhaupt niemand stand, dass alle Mitspieler in der Sturmmitte in Stellung liefen. Santos über Mengalvio, Coutinho, jetzt Pelé. Aber auch ihm gelingt natürlich nicht jeder Schuss. Das ist er. Der Mann, der für kein Gebot der Welt angeblich von Brasilien weggehen will und kann. Wer Pelé verkaufen würde oder dafür sorgen würde, dass er ging, der wäre in Brasilien seines Lebens nicht mehr sicher. So populär ist dieser Pelé. Das ist B. Coutinho. Glänzend gemacht von Schnorr. Jetzt 19 Spieler in der Hamburger Hälfte. Hübsch. Kopjun, Werner. Dieter Seeler. Zum Bruder Uwe. Fritsche. Bäre. Nein, nein, kein Zweifel, das gibt einen Eckball. Der kleine Trick zieht nicht, der norwegische Schiedsrichter hat aufgepasst und der Linienrichter auch.
für ein Uwe Kopfball. Für Herberger ist dieses Spiel natürlich besonders aufschlussreich im Hinblick auf den kommenden Mittwoch, wenn Deutschland im Länderspiel gegen Frankreich spielt. Die HSV-Kandidaten hier unter die Lupe zu nehmen, interessiert den Bundestrainer natürlich, obwohl Charlie Dörfel ja nicht mit von der Partie sein kann. Seine Aufstellung war bis vor Spielschluss ungewiss. Seeler. Kreuz. Wie kommt das, dass die alle rutschen? Falsche Stollen kann man sich doch kaum vorstellen. Lima. B. Werner sehr gut gegen Pelé eben. Seeler. Kreuz. Fritsche. Krug. Galvio und jetzt Olavo, Formiga, Galvio, Nummer 8. Lima, Dorval, Skorpion, die Brasilianer werden übrigens noch ein Europaspiel bestreiten, und zwar in Manchester am Montag. Jetzt Seeler. Kreuz. Seeler. Ha. Immer noch Pelé. Auch wenn er den Ball einmal verliert. Auch dann ist es noch wunderbar. Kopio. Seeler. Der Schuss kam aus mindestens 20 Metern. Vielleicht noch 100 Sekunden bis zur Halbzeit und 2:1 führt der Hamburger Sportverein. Da ist er wieder. Edson Arantes do Nascimento.
prima. Und wäre. $135.000 hat den HSV also dieses Gastspiel gekostet. Aber das Geld holt er heute leicht wieder rein. Das war aber auch Glück. Dieses gekonnte Dribblinge und dann dieser Schuss genau oben an das Lattenkreuz. Coutinho war es gewesen. Mauro. Und da ist Halbzeit. 2:1 zur Halbzeit im Hamburger Volksparkstadion für den Hamburger Sportverein gegen den FC Santos durch 2 Reuter-Tore und den Gegentreffer von Pelé. Jeden Augenblick beginnt die zweite Halbzeit zwischen dem Hamburger Sportverein und dem FC Santos. 2:1 ist der Spielstand. Noch einmal sei es gesagt, 1:0 durch Reuter, 1:1 durch Pelé und 2:1 wiederum durch Reuter. Der HSV in dunklen Hemden greift an und das ist der Mann, der neu in die Mannschaft hineingekommen ist. Es ist Wolf, eben im Bild rechts zu sehen. Wolf, der einzige Spieler beim HSV ohne Rückennummern. Er spielt für Beere. Auch Santos hat erneut gewechselt, hat einen Spieler hineingenommen mit der Nummer 17. Er heißt Pagón. Das war Mauro. Das ist Kreuz, der heute sehr, sehr spielfreudig ist. Eckball muss das geben. Jawohl. Der norwegische Schiedsrichter Ivar Hornslien hat auf Ecke entschieden. Die Brasilianer nehmen es mit den Ankündigungen, mit den Rückennummern und so weiter nicht so genau. Die Rückennummern und die Namen, die wir noch vor 2 Stunden bekamen, stimmen in der Hälfte der Fälle nicht. Fritsche. Mauro. Und der Tormann. Mengalbio. Pagón scheint an der Stelle von Dorval, dem Rechtsaußen, in die Mannschaft hineingekommen zu sein. Pelé.
Lima. Das ist Pagón. Das ist Pelé. Durch die Beine. 2-2. Ausgleich durch Pelé. Der verletzte Spieler hat die Nummer 5, das ist Lima. Bei dem Pressschlag eben scheint er etwas abbekommen zu haben. Nach 47 Minuten also im Volksparkstadion 2-2 unentschieden. Auf beiden Seiten schoss ein Mann die beiden Tore. Reuter bei Hamburg, Pelé, der große Star dieser Begegnung für die Brasilianer. Wird merklich dunkler hier im Stadion. Aber wie immer beim Fernsehen wirkt sich das für Sie nicht aus. Im Gegenteil. Für die Zuschauer ist es jetzt schon recht schwer, die Spieler zu unterscheiden. Reuter. Dalmo. B. Pelé. Noch einmal der Linksaußen und jetzt wieder Pelé. Uwe Seeler, Reuter, zwei Tore hat er schon gemacht. Für Hamburgs Fußballgemeinde ist dieses Spiel natürlich eine willkommene Unterbrechung der Punktspielserie. Und in diesem Zusammenhang verdient Bremerhaven 93 Dank für sein Verständnis. Denn nur durch die Absage und Verlegung des morgigen Punktspiels Bremerhaven gegen HSV konnte der HSV die Verpflichtung gegen Santos übernehmen. Lima. Eben ein Deckungsfehler von Dieter Seeler, aber durch Werner korrigiert. Die Reaktion des Publikums, der 75.000, galt dem Flutlicht, das in diesem Augenblick angezündet wurde. Reuter und Seeler, die sich gut verstehen. Werner, Seeler, Reuter, Seeler. Und Kreuz. Der neu hinzugekommene HSV-Stürmer Wolf, bisher noch nicht recht im Bild. Ja, Krug hatte den Ball wohl berührt. Also Einwurf für Santos. Noch einmal ein Santos-Spieler gerutscht. Fritsche. Kreuz. Seeler. Und Wolf beinahe. Lima. Der Ballschlepper im Mittelfeld. Das ist Wolf.
und Fritsche. Seeler. Reuter. Wolf. Lima. Das war nicht gut, Pelé. Skorpion. Das Spiel ist übrigens, das wird Ihnen aufgefallen sein, bemerkenswert fair. Ein schnelles Spiel, ein recht ausgeglichenes Spiel. Herr Pelé hat Hand gemacht. Fritsche. Wolf. Kreuz. Das war ein Missverständnis zwischen Kreuz und Dieter Seeler. Und jetzt gibt es natürlich nach dem Einsatz von Kreuz einen Freistoß. Fritsche hatte sich da eingesetzt. Wolf, Seeler, Reuter. Lima, Pagón, Pelé, B, Krug. Als rechter Verteidiger auf der linken Seite, erklärlich durch die Positionswechsel im Santos-Sturm. Ja, das war ein bisschen faul. Schiedsrichter hat's gesehen. Bitte 9 Meter vom Ball. Mr. Santos. Na, von wem kam der Kopfball wohl? Natürlich von Uwe Seeler, seine Stärke in diese Flanken hineinzuspringen. Immer noch ist der Spielstand 2:2. Gespielt sind etwa 65 Minuten. Fritsche. Abseits, Kreuz. Wenn das Spiel jetzt ein paar schwache Szenen hat, vor allem bei Santos, bitte bedenken Sie dann, dass ein Gilmar im Tor nicht mitspielt, dass der vielgerühmte Läufer Zito nicht mitmacht und dass auch linksaußen Pepe fehlt. Immer wieder Mauro. Der glänzende Deckungsspieler, der klärt. In dem Mittelfeld natürlich immer wieder Lima.
Nur schießen, das sollte anderen überlassen. Dieter Seeler. Kostet Kraft, so ein 30 Meter Sprint. Reuter hat wieder eine Ecke herausgeholt. Er ist vielleicht mit Kreuz heute der gefährlichste Stürmer des HSV. Das ist Uwe Reuter. Für diejenigen, die sich in der ersten Halbzeit noch nicht einschalten konnten, der Torsteher Laerzio anstelle von Gilmar ist zwar nur Reserve bei Santos, aber trotzdem Nationalspieler. So stark ist dieser Club, dass man sich Nationalspieler in der Reserve leisten kann. Pagón, das muss Foul geben. Kropiun hat festgehalten. Eine nette Geste, die Entschuldigung der Händedruck. Freistoß Pelé. Ja, das wäre aber abseits gewesen. Selbst ein Schnorr hat Respekt und zeigt Nervosität, wenn Pelé schießt. Vorhin beim 2:2 war es zu erkennen und auch jetzt bei diesem Schuss, den er mit den Knien pariert. Lima. Ich sagte eben schon, schießen sollte anderen überlassen. Die gut 71.000 Kaufkarten, die es gab, waren im Handumdrehen. Alleine in Hamburg innerhalb eines guten Tages vergriffen. Seeler. Den Ball hätte Uwe besser dem Kreuz überlassen. Coutinho. Pagón. Coutinho. Das war äußerst gefährlich und Schnorr musste sehr, sehr aufpassen. Den Eckball tritt Pagón. Olavo, Pele. Oder Mengalbio. B, das ist Pelé. Sehr gut von Werner. Werner ist ja ein sehr intelligenter Spieler, der sich sicher seine Gedanken gemacht hat, wie er sich auf Pelé einzustellen hat. Mittelstürmer Coutinho.
Santos fast immer mit 4 Stürmern oder gar mit 6, wenn die Mittelfeldspieler mit aufrücken. Also wenn Galvio und Lima. Nein, Lima. Beide Nummer 8 hatten es miteinander, Kreuz und Regalvio. Pelé mit der Nummer 10 im Mittelpunkt des Bildes. Hat irgendein Zeichen bekommen. Fortune, Seda. Wieder Pelé. Sehr gut von Krug. Noch einmal gut gemacht, Krug. Und nun Fritsche. Seeler. Fritsche. Da war der Torschrei beinahe berechtigt und je nachdem, wie man hier sitzt oder steht im Stadion, konnte man auch Tor rufen. Aber wir konnten es deutlich sehen, es fehlten Zentimeter. Es bleibt beim 2:2. Der alte Schlachtruf der Hamburger, HSV, verständlich. Die Hamburger möchten natürlich zu gern, dass ihr HSV den weltberühmten FC Santos schlägt. Für Hamburg ist es eben das Spiel. Seien wir gerecht, für den FC Santos ist es eines von mehreren oder vielen. Da hat Schnorr aber reagiert und Glück gehabt. Pelé trotz zweifacher Bedrängung kam zum Schuss. Wieder Pelé. Meinke. Die beiden Uwes zusammen, das ist Uwe Reuter, das ist Kreuz. Wolf. Beide Mannschaften wollen es jetzt deutlich wissen. Drei zu zwei durch Uwe Seeler. Endlich hat einmal einer seiner gefürchteten Kopfbälle gesessen. 3:2, 13 Minuten vor dem Abpfiff.
Was das soll, weiß ich nicht. Vielleicht glaubte man, Schnorr wäre noch vom Gratulieren so weit draußen, dass man ihn überlisten könne. Nun muss allerdings Santos sehr, sehr aufspielen und sich sehr beeilen, wenn man das Blatt noch wenden will, wenn man nicht mit einer Niederlage aus Hamburg weg will. Eine Niederlage immerhin auch im Freundschaftsspiel sieht im Rekord ja nicht so sehr gut aus. Engalvio, Dieter Seeder. Fritsche, Reuter, Werner. Typisch Uwe Seeler, Fallrückzieher, damit hat er schon manches Tor gemacht, aber jede Situation glückt natürlich auch nicht. Links Uwe Seeler, rechts Fritsche. Lima, Mengalvio, Pele, beinahe ein Selbsttor durch Korpjun, aber Schnorr hat aufgepasst. Uwe Reuter, Kreuz, Seeler. Sie haben es am Aufschrei gehört, Sie haben es auch gesehen, es gibt wieder Eckball für den HSV. Miga verliert den Zweikampf gegen Kreuz. Reuter. Engalvio. Pagón. Pele. Selbst Pelé scheint ein wenig nervös. Kreuz, sehr selbstbewusst. Fritsche. Engalvio. Olavo. Der Weltcupsieger hat noch 8 Minuten Zeit. 3:2 führt der Hamburger Sportverein. Und greift an. Seeler abseits. Zu lange gewartet. Engalvio.
Olavo. Lima. Drei zu drei. Kopfballtor von Coutinho, der Mittelstürmer. Sehr lange hat der FC Santos nicht gebraucht, um aus dem 2 zu 3 einen Ausgleich, ein 3 zu 3 zu machen. Werner. Krug, Fritsche, Seeler, Wolf, Fritsche. Die vielleicht beste Leistung von Lazio im Tor am heutigen Tag. Coutinho, Pagón, Coutinho, noch immer Coutinho. Und postwendend auch eine sehr gute Parade von Schnorr im Hamburger Tor. Lima. Olavo. Pagón. Wolf. Jun. Reuter. Krug rückt mit auf. Auch der HSV will es also wissen. Dieter Seeler. Fünf Minuten haben beide Mannschaften höchstens noch Zeit. Es steht 3 zu 3 in diesem torreichen Spiel. Vorsicht, Gefahr. Aber nicht, wenn Lima schießt. Jürgen Werner. Tokio. Olavo. Werner macht seine Sache sehr gut. Natürlich kann er Pele nicht ganz halten, aber er stört ihn schon erheblich. Pagón, Pele, wieder Werner.
Kreuz, Fritsche. Da ist er noch einmal, Pelé. Und jetzt Mengalvio. Herrlicher Steilpass, keine Abseitsstellung, Lima. Gut gedacht und schlecht gemacht. Knapp 2 Minuten noch, 3:3 ist der Spielstand. Und fast möchte man meinen, dass dieser Spielausgang auch gerecht ist. Es wäre bitter für beide Mannschaften, in der letzten Minute noch eine Niederlage hinnehmen zu müssen. Jedenfalls hat der Hamburger Sportverein gut gespielt, ausgeglichen zumindest in dieser Partie gegen den großen FC Santos. Der unauffällig leitende norwegische Schiedsrichter blickt bereits auf die Uhr, hebt den Arm und pfeift. Das Spiel ist aus. 3:3 unentschieden trennen sich der Hamburger Sportverein und der FC Santos durch 2 Tore von Reuter und 1 von Uwe Seeler auf Seiten der Hamburger und 2 Tore von Pelé sowie 1 Tor von Coutinho beim FC Santos. Die freundschaftliche Abschiedsgeste bei Spielschluss. Und damit sind wir am Ende unserer Übertragung angelangt. Spielstand 3:3 unentschieden.